Ihr Lieben, einen wunderschönen Sonntagnachmittag. Heute am 20.09.2020 mit dem regulären Builderall Weekly Newsflash und einem Spezial zum Thema Builderall 4.0. Bevor wir loslegen, kurz wie gehabt, ja, lasst mich wissen, Hashtag live, wenn ihr jetzt live mit dabei seid und vor allem von wo aus ihr zuseht. Und wenn ihr das Replay anschaut, dann einfach bitte auch in die Kommentare unterhalb des Videos, haben wir das Livestream dann nicht mehr an, einfach auch bitte euer Feedback dalassen. Ihr Lieben, so, ich gucke hier mal, wen haben wir hier heute mit dabei? Da sind ja doch schon einige da, ihr Lieben, das freut mich. So, worum geht's heute? Wir haben Updates von unserem russischen Programmiererteam. Wir haben Update von Builderall Booking. Wir haben Updates zum Blog, Cheater etc. Und wir haben natürlich die wichtigsten Infos für euch zum Thema Builderall 4.0. Zum Thema Builderall 4.0, wenn du Partner bist, ja, dann euer Affiliate, dann hast du bereits zwei Updates bekommen. Die Updates hier heute richten sich in erster Linie an dich, wenn du nur, in Anführungszeichen, Builderall Nutzer, aber kein Affiliate bist. Okay? So, wir haben Leute aus Wort Frankreich. Sehr cool. Barcelona, nein. Schweiz, Berlin. Ihr Lieben, Ostsee, Zürich, Wiesbaden, München, Heiliger Bimbam. Sehr schön. Wir fangen an mit den Updates des russischen Teams
nämlich für alle Beta-Tester, das sind jetzt auch noch nicht so viele bei euch hier in der deutschen Community, aber trotzdem für euch interessant, die ihr hier seid, nämlich jeder braucht es, jeder will es, viele fragen danach und die Beta-Tester haben jetzt Zugriff, testen das Ganze und mit 4.0 geht das dann auch live, das heißt in ja, einer Woche, bisschen drüber, ja, 10, 11 Tage. Die Social Proof App kommt zurück für Cheater. Social Proof, ja, das kennt jeder, denke ich mal, von vielen anderen Anbietern, auch Digistore und Co. haben das, ja, nämlich unten am linken, jetzt wollen wir mal gucken, wo ist links, ich glaube hier, ja, am linken, Bildschirmrand, ja, Hans K. aus Mannheim hat gekauft, hat dies auch gekauft, hat sich fürs Webinar angemeldet und das fadet und kommen neue Meldungen und so weiter, diese typische Social Proof App. Die ist jetzt für Beta verfügbar, kommt mit 4.0 und zwar, und jetzt wird es spannend, weil wir hier gleich mehr Features haben als vorher, nicht nur für MailingBoss und Kontaktformulare, sondern ebenfalls für E-Learning, die Webinar-App, den Super-Checkout und den Member-Bereich. Okay, das heißt, du hast 5, 6 verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, wo du hier einfach die Leute, die auf deine Seite draufkommen, ja, durch diesen Proof, durch diesen Social Proof einfach ja, dazu animieren kannst, ja, ebenfalls zu joinen, ebenfalls zu kaufen, ebenfalls sich einzutragen, ebenfalls sich anzumelden. Und da gibt es einige Statistiken drüber, die wirklich sagen, hey, das funktioniert und verbessert ganz klar die Conversion. Okay, also Social Proof verfügbar für Beta-Tester ab 4.0 für alle anderen. Neue, wichtiges Update, oder also ich glaube, da kommen ja jetzt jede Woche krass Updates, ja, zur Builderall Booking App. Die Builderall Booking App erlaubt dir jetzt, dass du deine URLs von deinem Kalender nicht mehr mit dieser langen Zahlenkombination nur bestückst, sondern es erlaubt dir, eine eigene sogenannte Custom-URL zu verwenden. Das heißt, wenn du einen Kalender hast, der sich zum Beispiel nennt Onboarding, ja, dann wäre das jetzt eben bookingbuilderall.com/onboarding. Ja. Damit sieht das Ganze ein bisschen angenehmer aus und ja, es sieht angenehmer aus, ist einfach ein nettes Gimmick, aber ein sehr, sehr schönes Gimmick. Zusätzlich gibt es jetzt, eigentlich könnte ich jetzt hier kurz wirklich meinen Bildschirm teilen, weil ich denke mir, das kann man wirklich auch kurz demonstrieren. Wie seht ihr das? Ich denke, ihr seid da jetzt einfach mal bei mir. So, jetzt gehen wir mal hierher und machen hier mal Around. So, dann schaut das ein bisschen besser aus. So, ihr solltet meinen Bildschirm sehen können, okay? Und wir gehen jetzt hier einfach mal in meine Kalender hinein. Und ich gehe jetzt mal hier in den Kalender. Jawohl, und da siehst du schon, ich habe das hier schon geändert. Ja, und hier in dem Fall sieht mein Kalender jetzt einfach so aus. Ja, bookingbuilderall.com, C, Marco van Trober, das ist mein Name. Jeder hat da seinen Namen mit dabei. Und dann /onboarding. Ja, so kannst du diesen Link teilen. Wenn dir aufgerufen wird, kommt dann dahinter noch so eine kleine Zahl, um hier einfach eine Session darzustellen. Aber so sieht das Ganze einfach schon mal mein Vielfaches besser aus, als wenn ich jetzt hier in den Kalender hineingehe. Nehmen wir mal die hier und du hast hier so eine ganz, ich sage jetzt einfach mal unnötige, ja, Buchstaben-Zahlen-Kombination. Ja. Sieht einfach schöner aus. So, was ist in der Booking-App noch neu? In dem Fall haben wir jetzt ein sogenanntes Notification Center. Das heißt, wenn du neue Termine bekommst und öffnest den Kalender, dann hast du hier oben rechts, ja, ich hoffe, man sieht das hier im Live, ja, sollte man sehen können, eine Glocke. Und wenn du diese Glocke anklickst, dann gehen hier die ganzen Benachrichtigungen über neue Termine, verschobene Termine, gecancelte Termine etc. auf. Du kannst hier einfach alles Wichtige sehen. Ja, ich mache hier mal einen Screenshot auf
vom Entwicklerteam. Ja, das sieht man hier zum Beispiel eben, okay, Termin gecancelt, neuer Subscriber, ebenfalls wichtig, ja, die bereits gelesenen werden ausgegraut, etc. pp. Also es sieht relativ schick aus und erleichtert das Ganze einfach nochmal. Und du hast eben hier die Möglichkeit, neue Buchungen, die du bestätigen musst, ja, das kann man ja auch einstellen, ja, die tauchen hier auch auf, wenn ein Termin gecancelt wurde oder verschoben wurde oder wenn es notwendig ist, irgendwelche Integrationen, ja, wir haben jetzt aktuell verschiedene Integrationen schon verfügbar, nämlich zum einen, ich klette hier mal runter, MailingBoss, ah, das ist jetzt hier, so, zum einen MailingBoss kannst du integrieren, dass eben deine Leads oder die Leute, die einen Termin buchen, auch automatisch in einer Liste landen. Und wir haben Google Kalender. Ja? In Kürze, ich hoffe diese Woche, vielleicht nächste Woche, da sind wir von Zoom abhängig, kommt die Zoom-Integration, wo es dann möglich sein wird, mit jedem Termin automatisch einen Zoom-Raum oder eine Zoom-Meeting-URL zu erstellen. Und die wird dann automatisch mit den E-Mails weitergeschickt. Du musst da nichts mehr manuell machen. Das wird eine richtig spannende und gute Sache. Okay? Du hast die Möglichkeit, die Benachrichtigungen hier zu sehen, aber auch zusätzlich ganz normal in deinem Builderall Dashboard. Ich muss mir neu laden. So. Nämlich hier in den Benachrichtigungen, auch hier kann das Ganze angezeigt werden. Okay, also eine ganz, ganz tolle Sache. Und ja, freue mich über euer Feedback dazu. Das war jetzt hier mal die wichtige Info zur Buchungs-App, die wirklich spannend ist. Ja, das ist wirklich, also ich weiß nicht, wer von euch Beta-Tester war und die erste Version hatte und die, die heute da ist, ja, da ist jetzt von knapp 2 Monaten so viel passiert, ja, und wie gesagt, auch die Zoom-Integration ist von unserer Seite schon fertig, ja, wir müssen nur noch warten, dass Zoom selbst die Integration freigibt, ja, also mega, 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 mega. Wir haben noch weitere Updates für die Blog-App. Ja, da gab es ein paar Anzeigeprobleme, es war nicht möglich, die Videos zu vergrößern, ja, die waren alle nur ganz klein, die Bugs wurden gefixt, wir haben Updates in Cheetah, in den Member-Bereichen. Member-Bereich ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn du hast jetzt die Möglichkeit, Zugriff automatisch zu gewähren, ja, der eine oder andere kennt es noch aus dem Pixel Perfect, an Leute, die einen aktiven Builderall-Account haben, zum Beispiel auch einen Free-Account, oder zum Beispiel für Leute, die einen Premium-Account haben. Dass du sagst, okay, jeder in meinem Team, der einen Premium-Plan hat, bekommt Zugriff auf einen speziellen Member-Bereich und dann können sich die Leute da direkt mit ihrem Builderall-Account anmelden und dann automatisch freigeschalten für deinen Member-Bereich. Das macht immer dann Sinn, wenn du als Sponsor hergehst und einfach Leuten mit einem Premium-Plan oder mit einem speziellen Plan eben ein spezielles Training geben möchtest, spezielle Unterlagen geben möchtest, spezielle Werbemittel, was auch immer, oder einfach nur Informationen, die halt dann nur für aktive Premium-Kunden sind. Okay? Also ebenfalls ein tolles, tolles Update. Okay? Und ja, der Frank schaut auch mal zu. Das ist ja schön. Ich grüße dich. Und wir haben, und da kann ich jetzt einfach, da kann ich nicht drauf eingehen, ja, da kann ich euch jetzt nur sagen, Leute, schaut da bitte selbst nach. Es gab ein Cheetah-Update und dieses Update sorgt dafür, ich gucke jetzt mal, ob ich euch das hier zeigen kann, ich habe schon aufgerufen, deswegen sieht man es hier jetzt nicht. Dann machen wir das einfach anders. Ich werde mir hier meinen anderen Bildschirm teilen. So, und zwar, ich werde jetzt nur das Wichtigste zeigen. Kurzen Augenblick. Schub, schub, schub. Cheetah. So, gehen wir einfach mal hier hoch. So. Und zwar, Bildschirm teilen. Da, 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 da. So.
Es gab hier einige Improvements und Verbesserungen bei Cheetah, okay? Verbesserungen im Handling. Hier haben wir gerade schon die Info bezüglich der Features mit dem Member-Bereich, aber, und das ist jetzt unglaublich, weil das hat es noch nie in diesem Ausmaß gegeben, wir haben hier über 80 Bugfixes, sind jetzt hier noch nicht alle drin. In diesem Update gab es über 80 Bugfixes für Cheetah. Okay, das sind auch ganz, ganz nervige Bugs drin, die wirklich schon wochenlang existieren. Ja, ihr habt ja die Update Notes in Cheetah. Ich empfehle euch da wirklich mal reinzuschauen, im schlimmsten Fall den Übersetzer zu verwenden. Aber es geht von wirklich unschönen Geschichten, die zum Beispiel nur im Safari-Browser nicht gepasst haben, bis hin zu Textlinks, die in irgendwelchen Pop-ups nicht funktioniert haben und so weiter. Gell, lieber Rainer? Und so weiter. Es gab ein großes Update für die GDPR-App, ja, das heißt für den DSGVO-Banner. Ich gehe jetzt hier einfach mal in irgendeine Seite rein, gehe mal da rein. Ja, DSGVO-Einstellungen. So, ich gucke jetzt mal, ob das hier schon live ist. Na, noch nicht. Okay, dann kommt das jetzt. Dann kommt das jetzt diese Woche. Du wirst viele, viele Möglichkeiten haben, Farben und vor allem Texte. Und mit Texten meine ich hier, dieser Bereich hier wird jetzt viel übersichtlicher werden, wird auch ein bisschen ausgebaut werden. Aber viel wichtiger ist, du hast jetzt einzelne Einstellungsmöglichkeiten für die jeweiligen Texte. Das heißt, du kannst andere Schriftarten verwenden, andere Schriftfarben, du kannst andere Schriftgrößen verwenden. Ja, das ist jetzt meiner Meinung nach, und deswegen habe ich das auch so weitergegeben und angefordert. Du kannst jetzt auch, von mir so, nach aktueller DSGVO-Situation, ja, das ist keine Rechtsberatung, musst du weit größer und weit mehr Text in diesen Cookie-Banner hineingeben. Ja. Ich habe hier auf einer Seite von mir, habe ich hier mal so einen Text, den ein ganz bekannter Social-Media-Anwalt empfohlen hat. Jetzt warte ich mal, ist noch nicht da, aktivieren. Kurzen Augenblick. So, zurücksetzen. So. Rein theoretisch müsstest du hier so viel Text reingeben, ja, sieht halbwegs gut aus, aber wenn du einen kleinen Bildschirm hast, verschwindet das komplett und übertüncht den ganzen Bildschirm. Ja. Jetzt hast du die Möglichkeit herzugehen, die Textgröße hier zum Beispiel anzupassen, du hast die Möglichkeit, das Ganze einfach ansehnlicher zu machen und dementsprechend deine Kunden auch nicht gleich zu verkraulen mit diesem, Entschuldigung, die Ausdrucksweise, scheiß Banner, der einfach da sein muss. Ja. Wichtig ist, du müsstest hier eben aktuell wegen des Kippens, ja, dieses sogenannten Privacy Shield Abkommens, musst du einfach mehr Text draufgeben in dem Banner und es schaut halt einfach, gerade wenn du es so in die Mitte platzieren möchtest, scheiße aus. Ja. Und da haben jetzt die Entwickler nachgebessert. Ich gucke jetzt mal, ob ich euch hier einen kleinen Sneak Peek geben kann zum Thema. Ne, habe ich jetzt nicht drin. Okay, dann, nur mal, ihr seht, ja, hier, so schreibt man hier mit den ganzen Entwicklern etc., damit die Sachen machen, die wichtig sind. So. Hier sehe ich das jetzt aber nicht, haben sie mir woanders geschickt. Okay, Fakt ist, es gibt schöne Anpassungsmöglichkeiten und dementsprechend hast du die Möglichkeit, deinen Cookie-Banner einfach noch besser anzupassen, noch anschaulicher zu machen und nicht alle zu verkraulen gleich nach dem ersten Seitenaufruf. So, das war's für die aktuellen wichtigen Infos bezüglich der Updates. Ja, im Hintergrund passiert gerade noch so viel mehr, was aber teilweise auch sehr, sehr technisch ist, um wirklich vorbereitet zu sein für den Launch von 4.0. Falls du Kunde bist, ja, und jetzt noch nicht die ganzen Infos hast, wie viele, viele Partner, ja, und du dich fragst, ja, was ist jetzt am Builder.all 4.0 interessant und warum ist 4.0 jetzt da und vorher 3.0 und gibt es irgendwann 99.0, ja. Okay, mit jedem großen Release, ja, mit
in dieser Art wird es eine neue Versionsnummer geben. Und ich wünsche mir, dass wir irgendwann ankommen bei 150, weil es zeigt, dass Builderall viele, viele Jahre hier auf dem Markt sein wird. Und wir wachsen ja aktuell wirklich immens. Und ja, ich gebe euch jetzt mal eine kurze Info. Was ist Builderall 4.0? Builderall 4.0 wird, und das ist für euch alle wichtig, ja, Builderall 4.0 wird am 1. Oktober 2020 gelauncht werden. Ja, das sind jetzt 11 Tage noch. Okay? Du selbst brauchst keine Angst haben, dass irgendwas nicht mehr funktionieren wird oder du irgendwas machen musst. Es bleibt alles für dich so, wie es aktuell ist. Okay? Vorab. Also egal, worüber wir jetzt gleich reden werden, ja, für dich ändert sich nichts. Zumindest nicht zum Negativen. Okay? Ganz, ganz wichtig. Builderall 4.0 wird gelauncht am 1. Oktober. Damit einhergehen, also mit diesem Launch, ja, einhergehend, wird es neue Tools in deinem Builderall Dashboard geben, wie zum Beispiel vorhin angesprochen die Social Proof App. Okay. Es wird ein neues Design Tool geben. Und Design Tool heißt, Builderall hat jetzt hier zwei Designer eingestellt, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als für dich, ja, zu designen. Und designen bedeutet jetzt nicht irgendwelche Funnels in dem Fall, sondern es geht hier darum, verschiedene Elemente, das heißt Grafiken, Bilder, Icons etc., pp., Banner, es gibt so viel, was man designen kann. Ja? All diese Dinge werden designt und werden dir in deinem Builderall Premium Account zur Verfügung gestellt werden. Ja? Also alle neuen Tools, die jetzt reinkommen, sind wie immer natürlich nur im Premium-Plan enthalten. Wenn du jetzt nur den Marketer-Plan hast um 18 Euro, dann kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen, abzugraden auf Premium. Und ich sage dir auch später noch, warum. Okay? Der wichtigste Punkt, es wird neue Preise geben. Okay? Wir haben aktuell 5 verschiedene Pläne, 5 verschiedene Preise von 0 Euro für Cheetah und MailingBoss bis hin zu allen Tools, die Builderall inkludiert hat, um 59,90 plus Steuer. Okay? So, mit 4.0 werden alle Pläne dazwischen wegfallen. Okay? Es gibt da nur noch einen Premium-Plan, einen 0-Euro-Plan und es gibt einen Premium-Plan. Es wird wahrscheinlich sogar noch einen geheimen Plan geben, der aber noch nicht, promotet wurde oder auch noch keine Info existiert, das weiß keiner, auch ich nicht, wird am Launchtag erzählen. Und wichtig ist Folgendes, solltest du hier zuschauen und du hast einen inaktiven Account und überlegst dir, den Marketer etc. zu holen, mach's, weil den wird es danach nicht mehr geben. Okay, ist ganz wichtig. Ab 1. Oktober gibt es all diese Pläne nicht mehr, sondern nur noch 0 Euro und 59,90. 59,90 ist eigentlich auch nicht mehr korrekt, denn Builderall erhöht, auch hier in diesem Fall mit diesem großen Launch, den Preis für den Premium-Plan. Und der Premium-Plan, und du wirst auch gleich noch mitbekommen, warum dem so ist, ja, der Premium-Plan wird teurer werden. Und das ist jetzt keine künstliche Verknappung. Wenn du mit dem Gedanken spielst, den Premium-Plan zu holen oder bis heute noch nicht 100% sicher warst, kann ich dir sagen, mach das. Denn du wirst in Zukunft statt dem 59-Euro-Plan 99 Euro bezahlen. Wobei ist jetzt auch falsch, weil es sind 99 Dollar, in Euro wird es 89 Euro sein. Okay? Also der neue Plan wird, der neue Premium-Plan, der ab 1. Oktober gilt, wird 99 Dollar bzw. 89 Euro kosten. Da fährt die Eisenbahn drüber, du kriegst sie nicht mehr günstiger. Das heißt,
Mein Tipp, hol ihn vor dem Launch bzw. zum Launch. Zum Launch ist eine schlechte Idee, ich sage dir auch warum. In Kürze, wichtig ist, zum Launch oder während des gesamten Launch-Zeitraums wird der 99-Euro-Plan rabattiert um 30%, sodass wir runterfallen auf 69 Dollar bzw. 59 Euro. Das heißt, am Launchtag und während des Launch-Zeitraums wird dieser Plan zu diesem Preis noch käuflich zu erwerben sein. Warum du, der schon an Bord ist, vorher kaufen solltest, darüber reden wir auch gleich noch. Frage, ich sehe hier keine Kommentare. Seid ihr noch da? Lasst mir mal was hören. So, dann glaube ich wieder, dass hier irgendwas unterbrochen ist und ich hier mit mir selbst rede. Ich habe keine Ahnung. Das passiert mir nämlich hier sehr, sehr gerne zwischendurch. Also, ich habe jetzt gerade gesagt, Launch-Zeitraum. Warum habe ich jetzt Launch-Zeitraum gesagt? Ganz einfach. Builderall 4.0 wird zwar zum 1. Oktober gelauncht, aber es wird einen kompletten einen Zeitraum von einem Monat geben. Innerhalb dieses Monats wird sowohl seitens von Builderall als auch seitens unserer Affiliates Builderall 4.0 massiv promotet werden. Und dieser Zeitraum gilt vom 1. bis zum 31. Okay? Deswegen. So, alle noch da, alles top, alle hören mich gut. Perfetto. Also, das ist der Punkt. Ein Monat Launch, neue Tools, neue Preise. Die neuen Preise haben wir geklärt. Was ist eigentlich Builderall 4.0 wirklich? Builderall 4.0 ist jetzt nicht nur neue Tools und neue Preise, sondern Builderall macht die letzten Wochen, ja, deswegen gab es jetzt immer weniger Infos, auch in den Weekly Newsflash. Manchmal ist er auch komplett ausgefallen, weil es einfach nichts offiziell Neues gab, weil hier aktuell im Hintergrund so viel am System geschraubt wird, damit dieses System mit 4.0, sprich zum 1. Oktober, nahezu, wir haben Software, da gibt es immer Bugs, aber nahezu bugfrei wird. Okay? Wer Builderall verfolgt, die letzten 2, 3, von mir ist auch nur im letzten Jahr, ja, seit 1, 2, 3, 4 Jahren knapp, ja, sieht, Builderall heute ist nicht mal mehr ansatzweise zu vergleichen mit Builderall vor einem Jahr, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Da ist so viel passiert, nicht nur sind neue Tools dazu gekommen, sondern das System ist weit solider, weit robuster, weit vollständiger, moderner, ja, und auch mit weit weniger Bugs behaftet geworden. Und das ist eigentlich, was Builderall 4.0 darstellen wird für alle da draußen. Das heißt, es geht hier nicht mehr nur darum, neue Tools, sondern wirklich eine Plattform, die ernst genommen werden kann, mit der man vernünftig arbeiten kann. Da haben wir viele, viele Beispiele auch hier bei den Leuten, die hier gerade da sind. Sehe ich einige Namen, die hier wirklich tagtäglich teilweise auch mit der Plattform arbeiten. Das heißt, es geht hier wirklich darum, eine funktionierende, geile Plattform zu promoten. So, ich habe vorhin gesagt, es fallen wichtige Tarife weg oder bestehende Tarife weg. Und gerade der kleinste 18-19-Euro-Plan war für viele, die im Bereich Webagentur tätig sind, ein ganz, ganz wichtiger Plan. Weil die einfach gesagt haben, okay, mein Kunde braucht jetzt keinen Premium-Plan, der braucht nur eine Webseite und ein bisschen E-Mail-Marketing. Ich kann dem keine 50 Euro dafür zahlen lassen. Ja? Auch schon bei 18 Euro haben viele gesagt, oh, das ist viel, viel Geld. Ja? Wie auch immer, für mich wäre das jetzt nicht viel Geld, also ich würde meinen Kunden auch mehr zahlen lassen, aber es ist ein anderes Thema, denn diese Thematik werden wir mit dem neuen Launch und mit neuem Builderall, mit Builderall 4.0 nicht mehr haben. Denn, und jetzt kommt ein weiterer Grund, warum du den Premium-Plan brauchst, wenn du ihn noch nicht hast. Builderall wird das sogenannte Builderall Website Agency Tool launchen. Und das Builderall Website Agency Tool bedeutet für dich ganz einfach, dass du als Premium-Inhaber in der Lage sein wirst, Sub-Accounts, also Unter-Accounts für deine Kunden, für deine Webdesign-Kunden anzulegen, zu aktivieren
und deinen Kunden an dich auch direkt bezahlen lassen, mithilfe zum Beispiel des Super-Checkouts. Bedeutet, du legst den Kunden in deinem Account als Unteraccount an. Da reden wir jetzt nicht vom virtuellen Assistenten, das ist wieder was ganz anderes. Ja? Du legst hier wirklich einen einzelnen Account, einen separaten Account für einen Kunden an. Du kannst dem Kunden abverlangen, was du möchtest. Wenn du sagst 10 Euro im Monat, zahlt er 10 Euro. Wenn du sagst 100 Euro im Monat, zahlt er 100 Euro. Und dafür hat der Kunde einen eigenen Account, in den er sich auch einloggen kann. In erster Linie ist dieser Account aber dafür gedacht, dass du als Agentur seine Website machen kannst, E-Mail-Marketing einrichten kannst und fertig und mehr nicht. Ja? Der Kunde kann sich aber auch einloggen und kann hier ebenfalls an seiner Seite arbeiten. Das Schöne ist, als Premium-Kunde kannst du eben so einen Account erstellen. Du zahlst Bilderall pro Monat 5 Dollar. Ja, ich denke, es wird so um die 4,50 Euro sein. Und dafür erlaubt dir Bilderall, diesen Unteraccount weiter zu verkaufen an deinen Kunden. Der Kunde wird 5 GB Speicher haben für seine Seiten, für seine Seite, kann seine Domain aufschalten, kann E-Mail-Marketing benutzen und das war's. Mehr wird es nicht geben, denn der Kunde, wenn er eine Webinar-Plattform braucht, dann muss er sich den Premium holen und dann muss er auch dafür was zahlen. Ja, hier geht es wirklich um die Bilderall-Nutzer, die als Webagentur tätig sind und die einfach sagen, okay, der Kunde soll nicht so viel zahlen. Ja, im Beispiel verrechnen sie ihm 10 Euro, Bilderall zahlt 4,50 Euro, ja, hast noch immer 5 Euro verdient. Okay? Und hast das Ganze in deinem Account und kannst mit einem Klick dich in den Kundenaccount einloggen, um da die Seiten zu bearbeiten etc. pp. Okay? Lasst mich kurz wissen, ob das verständlich ist. Wenn ihr Fragen dazu habt, Fragen in den Chat. Das wichtigste Tool, was jetzt mit Bilderall 4.0 gelauncht wird und da wartet die halbe Bilderall-Welt drauf, wahrscheinlich noch mehr, ist der sogenannte Cheetah Funnel Builder. Was ist der Cheetah Funnel Builder? Das ist das Gegenstück zu damals Bilderall Canvas. Ja, der ein oder andere von euch kennt es noch. Lasst mir kurz wissen, mit der Zahl 1, wer Bilderall Canvas wirklich noch kennt und es liebt. Ja? Bilderall Canvas, einmal Buchstabe, Zahl Nummer 1 in die Kommentare. Bilderall Canvas ist im Grunde eine Kombination aus einem Mockup-Design-Tool, wo du deinen Funnel aufzeichnest, ja, ein Gegenstück zu Funnelytics zum Beispiel oder Gero. Ja, das heißt, du kannst deinen Funnel aufzeichnen, wie er aussehen soll. Ich sehe hier viele, viele Einsen, sehr cool. Und dann mit einem Klick erstellt das Bilderall-System diesen kompletten Funnel vollautomatisch für dich. So, sowas gibt es weltweit nicht. Canvas war mega cool, aber Bilderall Cheetah Funnel Builder. Der Cheetah Funnel Builder ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, denn der funktioniert jetzt für Cheetah. Macht ja auch Sinn, denn Canvas hat nur mit dem Pixel Perfect funktioniert und der Cheetah Funnel Builder wird natürlich für Cheetah gelten. So, und hier hast du jetzt nicht nur die Möglichkeit, den Funnel zu designen und dann zu veröffentlichen automatisch, sondern du kannst MailingBoss einbinden und nicht nur einbinden deine Sequenzen, sondern du kannst die E-Mail-Sequenzen direkt im Funnel Builder erstellen, schreiben, ändern, machen, aktivieren und die werden dann automatisch richtig verknüpft. Ja? Du kannst den Super-Checkout integrieren, ja? Du kannst die Webinar-App integrieren, du kannst die Buchungs-App integrieren, du kannst all diese Tools grafisch darstellen und mit einem Klick auf Erstellen wird der komplette Funnel erstellt mit allen Seiten. All diese Tools werden richtig verknüpft. Und du musst dich jetzt nicht mehr darum schlagen, dass du sagst, okay, ich habe mir jetzt auf dem Blatt Papier aufgezeichnet, wie der Funnel sein soll. Boah, wie mache ich das jetzt? Das macht alles Bilderall, beziehungsweise der Cheetah Funnel Builder für dich. Und das ist richtig geil. Ja? Ein Game Changer. So etwas gibt es weltweit. Nicht ein zweites Mal. Ja? Also auch wenn du jetzt hier zuschaust und bist so voll Bilderall-Hater, ja, und guckst jetzt noch rein, was gibt es hier, ja, kann ich dir sagen, es gibt nichts Vergleichbares da draußen. Gibt es nicht. Punkt. Aus die Maus. Fährt die Eisenbahn drüber. Richtig, richtig geile Sache. So, ich muss jetzt hier mal kurz eine Frage beantworten, nämlich vom Dimi. Der fragt hier gerade, welche Tools beinhaltet der Agency-Account bzw. der Kunden-Account für dich als Agency? Habe ich schon erwähnt, nämlich
Cheetah und MailingBoss und aus. Gibt sonst nichts, weil es ist für eine Web-Agency gedacht und die baut Websites. Fertig. Okay? Wenn der Kunde Webinare inkludiert haben will, wenn der Kunde Video-Hosting implementiert haben will, etc. pp., dann soll er natürlich bitteschön den Premium-Plan kaufen, denn dann braucht er ihn auch. Ja? Aber hier geht es wirklich darum, wir haben einige Leute wie unseren lieben Rainer, die wirklich, ich sage es mal hauptberuflich, Seiten für andere erstellen, Websites, Funnels für andere erstellen. Ja? Und da kannst du nicht gleich sagen, hey, hol dir einen Premium-Plan, weil der fällt tot um, wenn er 60 Euro im Monat zahlen muss, ja, oder später 100 Euro. Ja? Dafür haben wir dieses Agency-Programm und das ist eben eine ja, richtig tolle Möglichkeit. Okay? So, puh, mich haut es hier komplett her. Also, Cheetah Funnel Builder wird gelauncht. Beta-Leute haben auch hier schon Zugriff drauf. Ja, ich habe hier schon gebaut. Ah, die wichtigste Sache hierbei ist, und das wird all die Freunde, die Canvas noch kennen, du hast mit dem Cheetah Funnel Builder die Möglichkeit, ja, oft war es so, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, ja, du hast den Funnel gebaut, hast gemacht und hast auf Erstellen geklickt und der war erstellt und dann fällt dir nachträglich ein, so, oh, scheiße, ich habe eine Seite oder einen Zwischenschritt vergessen. Ich habe vergessen, das und das zu implementieren. Und dann musstest du das alles in Pixelperfect machen und konntest den Funnel Builder, also Canvas damals, nicht mehr verwenden, weil du konntest es damit nur erstellen. Mit dem Cheetah Funnel Builder hast du die Möglichkeit, wenn dir das passiert, dass du sagst, oh, Scheibenklon, Honig, mir fehlen noch zwei Seiten oder ich habe jetzt einen Monat probiert und ich möchte das jetzt ein bisschen anpassen, dann hast du die Möglichkeit, in den Cheetah Funnel Builder hineinzugehen, ja, diese zusätzlichen Schritte darzustellen und dann einfach auf Update zu klicken und dann updatet er den kompletten Funnel, ohne dass du alles nochmal neu machen musst, ohne dass du irgendwas ändern musst und fügt oder löscht einfach nur diese jeweiligen Punkte und das, ihr Lieben, ist eine richtig, richtig geile Sache. Okay? So, jetzt kommen wir. Ja, Booking App kommt natürlich, das Design Tool haben wir schon gesprochen. Ah, ganz wichtig auch, der Super Checkout wird erweitert sein mit 4.0. Ja, die Vorbereitungen im Hintergrund laufen auf Hochtouren. Und zwar wird der Super Checkout eine E-Commerce-Funktion bekommen, sprich Warenkorb, Versandkosten etc. pp., sodass du hier wirklich die Möglichkeit hast, mithilfe des Super Checkout dir einen kleinen Minishop zu bauen. Ja, Minishop meine ich jetzt einfach, keine Ahnung, irgendwas mit 20, 30, vielleicht 50 Produkten, weiß ich nicht, ja. Aber jetzt nicht mehr, weil dann solltest du wirklich Magento oder WooCommerce oder irgendwas anderes nehmen. Ja, aber es gibt Leute, die haben wirklich 4, 5 Produkte und die sagen, Kunden sollen das zusammen kaufen können und hin und her und das ging bisher nicht. Ja. Jetzt mit dem E-Commerce-Modul wird es die Möglichkeit geben, ja, einen Warenkorb zu benutzen, ja, sodass die Leute sagen können, okay, das ist ein Warenkorb, das ist ein Warenkorb, das ist ein Warenkorb. Ja. Und dann haben die einen Checkout, bezahlen alles drei auf einmal und somit hat der Kunde und du einfach ein weit, weit besseres Feeling und eine bessere Erfahrung einfach für den Fall der Fälle. So, die liebe Marina fragt hier gerade eine tolle Frage. Die Booking-App ist also nicht in dem Kundenkonto. Ganz ehrlich, ja, wenn der Kunde irgendein Booking will, das gratis ist, ja, dann soll er sich ein anderes Tool nehmen. Wenn der Kunde alles in einem Dach will, ja, dann braucht er auch keine Buchungs-App, sondern dann braucht ihr eine Website. Ja? Und wenn ihr wirklich eine Buchungs-App braucht, hast du noch immer die Möglichkeit, ihm einen Kalender von dir zu implementieren, wenn du das magst. Ja? Oder aber eine Tritterweiterung zu nehmen. Oder aber den Kunden sagen, du lieber Kunde, wenn du das professionell willst, sei mir nicht böse, dann musst du auch mehr bezahlen. Ja? Und die Kunden wissen das ja draußen. Ja? Und wenn es soweit ist, dass er sagt, ja, ich will das und ich will eigentlich das auch noch und das auch noch, dann gib ihm bitte einen normalen bezahlten Builder-Account. Ihr Lieben, es geht hier darum, Leuten einen Account zur Verfügung stellen, die einfach nur eine Website und E-Mail-Marketing brauchen, aus. Okay? Und wenn ihr da jetzt enttäuscht seid, dann gebt den Kunden einen normalen Plan. Ihr müsst hier verstehen, dass dieser Wunsch von so einem Sub-Account-System der Wunsch von vielen, vielen hundert Builder-All-Nutzern ist, die einfach sagen, ich mache Websites für Kunden und nicht mehr.
Wenn die Buchungskalender wollen, wenn die Videohosting wollen, wenn die irgendwas anderes wollen, dann brauchen sie eine Marketinglösung und die haben wir. Und dafür gibt es den Premium-Plan. Okay? Also ich hoffe, das war jetzt verständlich und müssen wir dann nicht nochmal drüber quatschen. Okay? Also den Sinn verstehen von diesem Agency-Kunden-Account. Okay? Gut. Kann man beim Checkout dann auch Stückzahlen auswählen? Natürlich, das macht ja E-Commerce aus. Ja? Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, du hast hier ein Produkt, das der Kunde dreimal kaufen kann, na bitte, dann soll er das mit dem neuen Super Checkout mit E-Commerce-Funktion machen können. Genau darum geht es jetzt. Ja? Es geht hier wirklich um eine Verbesserung von dem, was wir haben. Okay? So, der liebe Frankie fragt, bleibt die SMS-App noch dabei? Und wenn ja, weshalb ist es die einzige App, bei der man noch extra zahlen muss? Lieber Frank, eine tolle Frage, zu der ich dich jetzt ermutigen möchte, selbst kurz drüber nachzudenken. SMS kann nur mit normal deinem Handy funktionieren. Und wenn du eine SMS verschicken möchtest von deinem Handy, dann musst du dafür bezahlen. Ja? Jetzt sagst du vielleicht, nö, ich habe eine Flatrate. Ja, dann zahlst du trotzdem monatlich eine Pauschale. So. Eine SMS kann man nur über ein sogenanntes SMS-Gateway versenden. Okay? Und genau dieses Gateway stellt Builderall durch einen Drittanbieter im Hintergrund zur Verfügung. So, du musst jetzt nicht also fragen, warum muss ich dafür bezahlen, sondern wenn du weißt, warum man SMS nutzt und welchen Benefit das hat, dann musst du froh sein, dass Builderall das anbietet und du jetzt hier nicht irgendeinen Anbieter integrieren musst auf, Entschuldigung, Scheiße, funktioniert nicht, sondern Builderall hat das einfach integriert, weil es viele Leute gibt, die danach fragen. Ich persönlich finde es eine der geilsten Themen und auch wenn du jetzt ManyChat aktiviert hast, Clever Messenger oder keine Ahnung, welche anderen, zum Beispiel Messenger-Bots, die eine Integration von SMS haben, musst du dort bei diesem jeweiligen SMS-Gateway-Anbieter einen Account haben, musst da Kohle aufladen und nur dann kannst du SMS verschicken. Es ist überall auf der ganzen Welt ein Paid-Service, kann man nicht anders machen. Aber man kann sich darüber freuen, dass Builderall hier auf die Nutzer gehört hat und das einfach mit anbietet. Und die Preise sind marktüblich, ja, es können vielleicht nochmal einen halben Cent günstiger sein, aber die Preise sind marktüblich und ist völlig in Ordnung. Ja, und ansonsten kann man natürlich immer einen externen Anbieter verwenden, muss sich halt dann, mit der Integration herumschlagen. Okay? So. Ich muss mal hier was trinken, kurzer Augenblick. SMS ist doch eigentlich ein Abfallprodukt. Also jetzt verstehe ich dich nicht. Auf der einen Seite fragst, bleibt es? Warum muss ich dafür zahlen? Auf der anderen Seite sagst du, dann ist ein Abfallprodukt. Ja, also, okay. Jetzt habe ich dich am Kicker hier. Überhaupt nicht. Ja, SMS ist ein extrem wichtiges Produkt, nämlich gerade in Zeiten von Facebook Messenger Marketing und einer 24-Stunden-Grenze, ja, die kennst du ja, hier hast du die Möglichkeit, die Leute in deinen SMS-Bot oder in dein SMS-Tool mit reinzuholen und denen daraufhin auch eine Nachricht zu schicken, worauf die, wenn sie darauf klicken, zum Beispiel automatisch wieder in Messenger kommen und die 24 Stunden wieder von vorn beginnen. Ja? Also es gibt hier schon viele, viele Möglichkeiten. Die andere Möglichkeit ist ja Buchungs-App, Buchungskalender, ja, und Terminerinnerungen, ja, und so weiter und so fort. Also es gibt hier viele, viele Dinge, wo SMS nachweislich, ja, wirklich besser ist als alles andere. So. Ein Arzt braucht keinen Mailing-Boss, der braucht eine Buchungs-App, um Termine zu machen. Der Arzt verdient richtig fett Kohle, dann kann er sich auch einen Premium-Plan leisten. In diesem Sinne. So, WhatsApp ist auch free. WhatsApp ist kein SMS-Dienst, sondern ein Internetdienst. Frank, was ist denn heute los mit dir? Für 500 perfekt. Okay, dann haben wir mal die Fragen jetzt halbwegs weg. Okay, jetzt kommen wir hier zum finalen wichtigen Punkt. Ich gucke jetzt hier noch. Wir sind noch immer nicht durch.
Es kommt der Builderall Marketplace. Was ist der Builderall Marketplace? Der Builderall Marketplace ist für dich als Produktgeber, als jemand, der ein Produkt hat, als jemand, der einen Kurs hat, als jemand, der irgendwas launchen möchte, die Möglichkeit, auf das gesamte Builderall-Netzwerk zuzugreifen, dein Produkt da rein zu platzieren und auch Affiliates dein Produkt mitbewerben zu lassen. Okay, wir könnten jetzt hier von einer Art Digistore oder JVZoo-Alternative reden. Ja, machen wir jetzt mal nicht. Wichtig ist jetzt hier Folgendes: Dieser Builderall Marketplace bedeutet für dich, du verkaufst dein Produkt, da ist automatisch das Two-Tier-System, Affiliate-System aktiviert. Das heißt, du, wenn du das nutzen möchtest, musst du in zwei Ebenen Provisionen ausschütten. Und dann gilt wie überall auch innerhalb Builderalls, wenn jemand dein Produkt promotet, wenn jemand dein Produkt bekauft, ja, bekommt der Affiliate-Code und der Sponsor oben drüber. Richtig, richtig tolle Sache. Muss man nicht nutzen, kann man aber, wenn man einfach international ein bisschen was machen möchte und eben aufs gesamte Builderall-Netzwerk zugreifen möchte. So, und jetzt kommen wir zum finalen Punkt wirklich, der auch der für mich massivste Punkt ist. Ich habe vorhin schon gesagt, es wird den Super Free Plan geben. Es wird den Premium-Plan geben und es wird einen speziellen Funnel geben für den sogenannten Builderall Funnel Club. Was ist der Builderall Funnel Club? Der Builderall Funnel Club beinhaltet knapp 400 verschiedenste Funnels, nahezu ready to go, aus verschiedenen Nischen oder für verschiedene Bereiche. Zum einen lokale Unternehmen, das heißt von Friseuren über Make-up-Artists, über Rechtsanwälte, Handwerker, Fitnessstudios, was auch immer. Okay? Es beinhaltet Builderall-Werbe-Funnels, um Builderall und die Plattform zu bewerben. Und es beinhaltet auch Agency-Funnels, sprich eben für die Leute, die sagen, okay, ich mache Webdesign und ich möchte verschiedene Funnels oder anhand oder durch Hilfe verschiedener Funnels mein Agenturgeschäft promoten. So, diese Funnels bekommt jeder auf Englisch. Okay, Builderall wird das für jeden launchen und jetzt Achtung, der einen Premium-Plan hat. Und jetzt kommen wir zum finalen Grund, warum du eigentlich einen Premium-Plan brauchst. Okay? Dieser Funnel Club erleichtert dir nicht nur dein Business besser zu promoten, es erleichtert dir nicht nur Builderall besser zu promoten, sondern es erleichtert dir ebenfalls herzugehen und zu sagen, du kannst diese Funnels anpassen, alle außer die Builderall Funnels, ja, die kannst du anpassen, die kannst du in deinen Account importieren via Knopfdruck, kannst die anpassen und kannst die auch für Kunden verwenden, für Kundenprojekte. Okay? Du hast hier jetzt zwei Möglichkeiten. Wir reden hier eben von 400 Funnels gesamt. Das heißt, es sind circa 100, es sind über 150 Funnels, die du wirklich nehmen kannst und damit arbeiten kannst. Aber wir reden hier auch von über 200, ich glaube, es sind um die 250 Funnels, die fixfertig designt, fixfertig bearbeitet sind, die du dann innerhalb des des Cheetah Funnel Builders verwenden kannst. Das heißt, du kannst natürlich im Cheetah hergehen, im Cheetah Funnel Builder hergehen und einen neuen Funnel erstellen, ohne irgendeine Vorlage. Oder aber du kannst hergehen und sagen, du, ich baue jetzt hier gerade einen Funnel für, nehmen wir mal ein Fitnessstudio, okay? Dann kannst du aus verschiedenen Vorlagen, Themenvorlagen schon auswählen. Und jede Seite, die du dann hinzufügst, ja, das heißt die Lead-Capture-Seite, die Danke-Seite, von mir aus die Webinar-Seite, die was auch immer-Seite, ja, die werden dann alle fix fertig schon erstellt, nicht blank, also leere Vorlage, sondern wirklich schon mit einem schönen Design, passend zum Thema, in dem Fall Fitness oder Rechtsanwalt oder Handwerker oder Friseur, keine Ahnung. Ja. Das heißt, du kannst hier komplette Funnels bauen, die du vorbereitest, mit einem Klick veröffentlichst und die haben dann auch schon einen gewissen Text drin, zu einem gewissen Bereich, haben Grafiken drin, Farben drin, Aufbau, alles fix fertig und so weiter und so fort. Okay? Über 250 solcher Vorlagen.
Und die werden definitiv auf Englisch für jeden Premium-Nutzer zur Verfügung gestellt, der heute oder bis zum Launch von Builderall 4.0 den Premium-Account aktiviert. Jeder, und die kannst du eben, wie gesagt, anpassen, übersetzen, für dich anpassen mit den Texten und so weiter und so fort. Ja? Einige, viele, ich sage jetzt mal über die Hälfte der Funnels, haben aber teilweise schon Texte drin wirklich, ja, mit denen du auch arbeiten kannst. Ja? Und hier hast du jetzt die Möglichkeit, das deutsche Sprachpaket hinzuzubuchen. Okay? Es kostet einmalig 97 Euro. Und dann werden all diese englischen Funnels zusätzlich komplett auf Deutsch in deinem Account freigeschalten werden. Das heißt, du hast von heute auf morgen 400 Ready-to-Go, nahezu Ready-to-Go, deutsche Funnels in deinem Account aktiviert. Wenn du sagst, ich brauche keine Texte, mache ich selber, dann reicht dir die englische Variante. Ansonsten wirst du die einfach dazu buchen können. Okay, einmalig natürlich, einmalig. Und dann hast du die und wenn neue dazukommen, hast du da auch Zugriff drauf. So. Boah, mein Kopf hier. Wichtig ist, wenn du diesen Premium-Account nicht upgradest bis zum Launch dann, und du willst später den Zugriff auf den Funnel Club, dann musst du dafür bezahlen. Das heißt, dann zahlst du nicht nur für deutsche Sprachfiles, sondern überhaupt für den Zugang zum Funnel Club mit einmalig 189 oder 179 Euro. Oder eben 199 Dollar. Also nochmal für dich zum Recap, ja? Holst du dir vorher den Premium-Plan, hast du es inkludiert. Holst du es dir nachher, musst du ihn dazu kaufen. Brauchst du ihn gar nicht, brauchst du dich nicht scheren, kannst du auch nachträglich kaufen, ja? Wichtig ist jetzt einfach nur für dich als Update, ja? Und das sage ich nur ein einziges Mal hier, damit niemand sagen kann, das habe ich nicht gewusst. Vorher upgraden auf Premium hast du inkludiert, nachher musst du dazu kaufen. Okay? So, es kommen auch 30 Chatbot-Funnels, fällt mir gerade ein. Zum Funnel Club gehören nicht nur die 400 Funnels, sondern, oder bestehen nicht nur aus normalen Funnels, sondern auch, ich glaube, 30 oder 35 Chatbot-Funnels. Ja? Das heißt, ein Builderall-Chatbot, hier fix fertig auf Deutsch etc. pp. Auf Englisch, im normalen, ohne Sprachpaket. Fix fertig. Mit Flows alles schon verbunden. Fällt mir gerade ein. Kommt auch noch. Also, damit, es ist unglaublich. Ich habe mir gedacht, mache eine Viertelstunde und sind hier schon wieder eine Stunde drin. Ist ja unglaublich. So, ich gucke hier nochmal in die Fragen, ob wir hier was haben. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Okay. Wow, klasse, was da kommen wird. Jawohl, das wird wirklich. Na schau, der Frank fragt hier gerade, gibt es auch Vorlagen für Messenger-Bots? Habe ich gerade noch beantwortet. Ja, auch die wird es geben, um die 30, plus minus. Nein, nicht plus minus, also 30 Minimum, können auch 2-3 mehr sein, ich weiß es jetzt gerade nicht, okay? Wenn nun jemand, so, hier eine sehr gute Frage vom Peter. Wenn nun jemand sich über den 1-Euro-Funnel bis zum Launch anmeldet, ja, das heißt, er holt jetzt am 31. Oktober den 1-Euro-Funnel, hat er dann automatisch Zugriff auf den Funnel Club? Ja. Denn auch der 1-Euro-Plan wird als Premium-Plan gewertet, ist der Premium-Plan, ja. Und deswegen haben auch diese Personen dann Zugriff auf den Funnel Club. Okay? Gut. Damit haben wir auch die Fragen schon durch. Ich muss hier nochmal was trinken, weil mir tut meine Hand schon ein bisschen weh. So, auf das Design-Tool freue ich mich persönlich am meisten, weil das eine große, große Hilfestellung sein wird für all die Leute, die gern bauen wollen, ja, die schöne Seiten, ansprechende Seiten, ja, diese modernen Grafiken und so weiter haben wollen, aber nie wissen, woher kriege ich die und auch extra was zahlen müssen und so weiter. Mit dem Premium-Plan, also nochmal, alle Tools, die neu dazukommen, gibt es immer, immer schon, nur für den höchsten Plan, also sprich mit dem Premium-Plan. Wenn du den nicht hast, musst du später hin, um eben, ich sage es jetzt wie es ist, 30 Euro mehr pro Monat, all diese Tools dazu buchen, weil der neue Premium-Plan einfach so viel kostet.
Okay. Fakt ist, wenn jemand den neuen nach dem Launch diesen Funnel Club kauft, weil er sagt, hey, ich möchte den Funnel Club, du hast die Möglichkeit als Affiliate diesen auch zu bewerben. Wir reden auch gleich noch über Affiliates. Ja. Dann bezahlt diese Person eben $199 und hat dafür Zugriff auf den Funnel Club und das erste Monat Premium Plan schon inkludiert und ab dem zweiten Monat ganz normal die $69 bzw. 59 Euro. Okay? Jetzt kommen wir hier, weil wir hier von den Tools und Neuigkeiten etc. hier eigentlich schon komplett durch sind. Jetzt spreche ich hier auch nochmal an unsere Affiliates. Wenn du Affiliate bist, dann ist dieser Launch für dich das Allerwichtigste in diesem Jahr. Denn wir reden hier von einem Affiliate-Wettbewerb, bei dem 40 Affiliates, nämlich die besten 40, also nicht die besten 3, nicht die besten 5, nicht die besten 10, sondern die besten 40 Affiliates, Preise im Wert von über $160.000 gewinnen können. Wir reden hier von $165.000. Okay, das heißt, die ersten 3 Preise sind die Hauptpreise natürlich und damit ist normal, jeder andere kommt erst fertig. Ja? Und dann gibt es noch so Trostpreise mit $100 oder $50. Bei uns nicht, bei uns so, die ersten 3 Preise wird es ja, bis hin zu einem Porsche geben, sofern du in den USA wohnst, ja, oder dort lebst. Porsche im Wert von $60.000. Oder aber, wenn du außerhalb wohnst, ja, außerhalb USA, dann wird das Ganze auf dein Konto überwiesen, was jetzt zwar dann kein Porsche ist, ja, und hier um dieses Geld kriegst du den dann wahrscheinlich auch nicht in Deutschland, ja, aber ist auch ein netter Betrag, den du hier bekommen kannst. Wichtig, und das ist das Wichtigste für mich, Bilderall möchte diesmal auch die Affiliates belohnen, die halt jetzt noch nicht so erfolgreich sind, aber wirklich Gas geben wollen, ja, vom 4. bis zum 40. Platz. Okay, also ersten 3 sind Autos, beziehungsweise gutes Geld. Vom 4. bis zum 40. Platz gewinnt jeder ein MacBook Pro 13 Zoll im Wert von knapp $1.300. Diese Info geht jetzt an euch als Affiliates. Und wenn du noch kein Affiliate bist, dann lade ich dich herzlich ein. Guck in deinem Dashboard nach, durch wen du zu Bilderall gekommen bist und schreib der Person und frag sie, wie du Affiliate werden kannst. Denn dieser Contest ist für alle, die Pro-Affiliate sind, automatisch möglich. Bedeutet, in dem Moment, wo du einen Premium-Account hast, kannst du Affiliate sein. Musst natürlich nicht, aber kannst du. Und wenn du noch kein Premium hast und jetzt ein Upgrade machst und sagst, hey, ich möchte die Kohle, die ich jetzt monatlich mehr bezahle, im Bestfall zurück und noch im Bestfall ein paar Euro oben drauf und vielleicht sogar ein MacBook gewinnen, empfehle ich dir, kontaktiere die Person, die dich zu Bilderall gebracht hat oder durch die du zu Bilderall gekommen bist. Ja, du findest es in den Kontoeinstellungen unten, dann steht empfohlen durch. Und da klickst du drauf und dann kannst du der Person eine Nachricht schreiben. Okay? Und hier ist ganz, ganz wichtig, schnell sein, du hast nur noch 11 Tage. Jeder, der danach Affiliate sein möchte, für diesen Launch, muss sich bewerben. Ja, es ist kein Spaß. In dem Launch wird es nur Pro-Affiliates geben oder Affiliates, die wirklich ein Netzwerk haben, die auch ganz klar sagen können, okay, ich bin der und der, das und das habe ich schon gemacht, so und so viele Kunden habe ich schon geworben, ich werbe die Affiliates über die und die Art, die Kunden über die und die Art, die und die Listinggröße habe ich und dann wird Eric entscheiden, okay, macht Sinn oder macht keinen Sinn, wenn es keinen Sinn macht und bei den meisten deutschen Leuten wird es keinen Sinn machen, weil die eben noch keine großen Erfolge vorweisen können und auch bei den Rest, in der Rest der Welt, ja, dann müssen die wirklich genehmigt werden und das wird nicht jeder. So, beste Möglichkeit, Premium Plan Upgrade, dann bist du automatisch Pro Affiliate, okay? Und hast die Möglichkeit, auch bei diesem Launch mitzuwerben. So, jetzt gucke ich mal, was haben wir noch für Fragen? Informiert auch euren Partner, jawohl, gebrauchter Porsche ist auch okay. Wird nur der Oktober für den Wettbewerb genommen oder wie läuft da die Bewertung? Das ist ein Thema, liebe Claudi, über die habe ich im letzten Affiliate Live in der Affiliate-Gruppe schon geredet.
bitte dort anschauen, habe ich alles ganz genau erklärt, würde jetzt hier auch definitiv den Rahmen sprengen. Wenn jemand sagt, die Person ist bereits ausgestiegen, dann hast du hier im Normalfall vielleicht schon eine andere Person stehen oder du gehst eins drüber zur nächsten Person und wenn du nicht weißt, wer das ist, schreib es mir und dann kann ich nachschauen. Okay? Bleibt die Provisionshöhe bei 100 respektive 30%, fragt die liebe Barbara. Liebe Barbara, eine sehr, sehr gute Frage. Normal müssten wir jetzt sagen, Bilderall zahlt so viel an die Affiliates aus, dass das eigentlich schon gar nicht mehr tragbar ist. Ja, und wenn ich mich daran zurückerinnere, ja, als Bilderall gelauncht ist, ja, haben unsere Hater gesagt, 100% Provision, das geht niemals gut, in spätestens einem halben Jahr gibt es euch nicht mehr. Wir haben mittlerweile über 250, glaube ich, 1000 aktive Nutzer, okay? Viele tausend Affiliates, die teilweise richtig gutes Geld verdienen, auch darüber wird im Launch gesprochen werden, im Launch-Webinar. Also ja, da ist Bilderall definitiv einmalig und genau deswegen, weil es funktioniert, ja, wenn man halt nicht gierig ist und Bilderall sagt, okay, im ersten Moment kriegt ihr eure 100% Provision, wird das, weil das ist das Erfolgsgeheimnis im Grunde, wenn wir ehrlich sind, von Bilderall, oder eines der Erfolgsgeheimnisse, wird das natürlich so bleiben. Bedeutet, wenn du jetzt zum Launch, ja, anfängst zu promoten und du promotest zum Beispiel jetzt nicht den normalen Free-Plan und auch nicht den Premium-Plan, sondern den Funnel Club, weil es da draußen viele, viele Leute gibt, die in diesem Bereich was tun wollen, und der kauft das um 179 oder 189 Euro, je nachdem, dann wirst du auch davon 100% bekommen. Also wir reden, damit ist die Frage beantwortet. Natürlich bleibt es bei 100% Provision für alle Affiliates. Okay? Und natürlich auch die 30%, ganz klar. Da wird sich nichts ändern. Läuft ja mega. Okay? So, ihr Lieben, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, okay, wir sind jetzt hier wirklich genau 59 Minuten, eigentlich eine Stunde, ja. Wenn ihr noch Fragen habt, haut sie mir bitte jetzt in die Kommentare. Ich werde gleich nochmal alle Kommentare durchgehen, die Fragen beantworten, okay. Wenn ihr keine Fragen habt oder die jetzt nicht stellt oder später zuschaut, ja, haut die Fragen später in die Kommentare unterhalb des Videos, okay. Ihr könnt das jederzeit anschauen. Schaut euch das gerne auch nochmal in Ruhe an. Fakt ist, ein wichtiger Punkt noch, na, das machen wir nicht, Fakt ist, Bilderall 4.0 wird größer, besser, schneller, geiler als je zuvor in diesen letzten 3,5 Jahren, sage ich jetzt mal, oder 3 Jahren, die wir jetzt hier auf dem internationalen Markt sind, ja, seit 2018, Anfang 2018, Ende 2017, Anfang 2018, im deutschen Raum. Fakt ist, Bilderall hat sich mächtig weiterentwickelt, richtig weiterentwickelt, ja. Ich gehe jetzt hier auch nicht auf irgendwelche Leute ein, die Bilderall vor 3 Jahren mal promotet, angeschaut haben, um dann 3 Jahre später ein Video dazu machen, wie schlecht Bilderall doch ist, wohlgemerkt, aber auch im Video sagen, das ist meine Erfahrung von vor 3 Jahren. Da werde ich jetzt nichts zu sagen, sondern ich sage euch, und wenn du hier heute zuschaust und du hast einen inaktiven Bilderall-Account, ja, ich flehe dich an, nämlich nicht, weil ich die Kohle brauche, weil von dir habe ich wahrscheinlich dann eh nichts, aber ich flehe dich an, hol dir deinen Bilderall-Account zum vergünstigten Preis noch. Hol dir den Funnel Club, der im Premium-Account inkludiert ist. Sowas hat die Welt wirklich, ja. Ich sage jetzt nur Cheater-Funnel-Bilder, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Und das ist kein Verkaufsschmäh, sondern das ist so. Okay? Bilderall vor 3 Jahren und Bilderall heute, da liegen Welten dazwischen. Welten. Nicht nur Welten, sondern Atmosphären, Universen. Das ist, was weiß ich, wie viele Lichtjahre entfernt. Ja? Da liegen Welten dazwischen. Und wir haben viele, viele Leute, die wirklich tagtäglich damit arbeiten. Wir haben viele Leute, die wirklich bestätigen können, Bilderall alleine in diesem Jahr 2020, was sich da zum Positiven verändert hat, ja, ist der absolute Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn. Okay? Ihr Lieben, ich wünsche euch was. Habt eine tolle Zeit. Habt einen tollen Wochenstart morgen am Montag. Ich sehe jetzt hier keine neuen Fragen, dementsprechend gehe ich davon aus, ihr seid alle wunschlos glücklich
Und dementsprechend, ja, wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Lasst es euch gut gehen. Wie gesagt, Premium-Plan holt ihn euch vorm Launch. Oder ihr dürft einfach nicht sagen, es hat mir keiner gesagt. Okay? In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ciao.